Damit der Freiwilligen Feuerwehr Bösel im Ernstfall nicht die Luft ausgeht, sorgt ein Atemschutzgerätewart dafür, dass alles richtig funktioniert. Ja, ich bin Tobe Koppenberg von der Freiwilligen Feuerwehr Bösel. Bin hier der Atemschutzgerätewart und bin dafür zuständig, dass die Geräte ordnungsgemäß in Schuss sind und dass die Kameraden der Feuerwehr quasi zu jeder Tag- und Nachtzeit sich auf die Geräte verlassen können, sofort einsteigen können und sofort einsatzbereit sind. In den Feuerwehrfahrzeugen sind stets volle Luftflaschen und Zubehör zu finden. 22 Feuerwehrleute sind für das System ausgebildet. Eine Notfalltasche und andere Ausrüstungsteile schützen die Retter im Einsatz. Wir haben hier immer einen ständigen Bestand an Lungenautomaten und Masken, Standardmasken und einmal Masken speziell für Brillenträger oder auch Filter. Also man muss nicht immer unbedingt ein Atemschutzgerät mit den Druckluftflaschen aufsetzen, sondern wenn es im Außenbereich zum Beispiel ist, ein normaler Strohballenbrand, dann kann man unter Umständen auch mit Filtern arbeiten, dann wird einfach nur so ein Filter davor geschraubt. Etwa 30 Minuten können die Feuerwehrleute im Einsatz unter Atemschutz bleiben. Dabei gibt es verschiedene Kontrollmechanismen, die den Kameraden das Leben retten können. Das ist jetzt ein sogenannter Bodyguard. Der fährt jetzt hoch, der zeigt jetzt an, wie viel Druck die Flasche hat, wie viele Minuten man rein rechnerisch damit im Einsatz sein könnte. Und sobald man diesen vom Einsatz diesen Chip hier zieht, ist der Bodyguard, deswegen heißt das Gerät auch Bodyguard, aktiviert. Wenn man den jetzt länger, die Person sich nicht bewegt, dann macht er richtig Alarm, macht er jetzt auch gleich sofort. Und das muss man natürlich überprüfen. Etwa 40 Stunden pro Jahr investiert der Atemschutzgerätewart in seine Aufgabe. Als Feuerwehrmann ist das eine Lebensaufgabe. Die Kameraden sind wie eine Familie für mich, sagt Tobe Koppenberg dazu. Ein Leben ohne Feuerwehr, das sei für ihn nicht möglich.